Ein Sturm sorgt, schaut Petrus zum Himmel hinauf. Die Jünger schlummern alle an Deck. Petrus denkt, es hat keinen Zweck, jetzt irgendwelche Aktionen zu starten. Wir müssen warten. Da wankt Johannes verschlafen heran, denn er ist mit der Wache dran. Sie starren in die Dunkelheit und wissen beide, das Ufer ist weit. Und irgendwo zwischen hier und da rudert Jesus und ist in Gefahr. Auch Thomas und Matthäus sind wach geworden und machen sich Sorgen. Da spürt Johannes, wie Petrus ihn fasst. Da sieh mal, da vorne, da ist ein Mast. Ein Mast ohne Schiff. Das ist ja toll. Ich spinne wohl. Ein Baum, staunt Johannes. Nein, eine Gestalt. Wir sind doch auf See und nicht im Wald. Und dann ganz leise flüstert er, es läuft ein Geist uns hinterher. Da hebt der Geist den Arm und spricht, ach Leute, nun fürchtet euch nicht. Ich habe heute Abend kein Boot mehr bekommen und deshalb den Weg übers Wasser genommen. Und Thomas schnappt Luft, versucht zu sprechen. Er kann physikalische Tatsachen brechen. Und Petrus auch ängstlich, doch etwas dreister ruft, bitte Meister, wenn du es bist, dann ruf mich zu dir her und ich laufe genau wie du auf dem Meer. Dann nickt Jesus. Ist gut. Dann los, alter Freund. Nur Mut. Das lässt sich Petrus nicht zweimal sagen. Er steigt aus dem Boot und das Wasser kann tragen. Er lacht voller Glück und sportet voran. Dann hängt sein Kopf zu denken an. Er denkt, das ist ja alles schön und fein. Doch was hier passiert, kann gar nicht sein. Du stehst auf Wasser wie auf Gras und nicht nur die Füße sind nass. Ein einziges Wort von Jesus nur und die Gesetze der Natur heben sich auf in dieser Nacht. Welch unvorstellbare Macht. Der Denkapparat rödelt verstört. Nie hat er von ähnlichen Sachen gehört. Er schuftet und keucht und knattert wie toll und weiß nicht, wie er es erklären soll. Nein. Dieses Erlebnis kann unmöglich stimmen. Und außerdem, Petrus, du kannst nicht schwimmen. Pack! Und Petrus versinkt in der Welle. Doch Jesus ist schneller. Er packt ihn am Kragen und zieht ihn heraus. Und Petrus sieht aus wie eine tropfende Maus. Jetzt aber aufs Boot, sagt Jesus. Nur zu. Kleingläubiger, was zweifelst du?